So, es sieht ja auf jeden Fall jetzt ein bisschen enger aus, natürlich. Jetzt wird es, glaube ich, sehr casual, oder? Wenn ich das einfach so zubaue, aber... Ich glaube, das ist besser. So, dann hast du hier trotzdem noch so ein Ding nach oben. Und dann kannst du hier aber zum Beispiel noch ein Räumchen hinbauen mit irgendwas. Und hier, naja, da kann man sich auch was Schönes zurechtmalen. So, und ich fände es irgendwie geil, aber allerdings, wenn man in der Mitte hochkommt, dann ist natürlich das Bett da hinten ist ein bisschen schäbig. Ist es auch so, gebe ich ja zu. So, dann hat man da zumindest so eine kleine Räuberhöhle, da geht's dann weiter. Hier könnte man einen Deckenfluter hinstellen, damit es ein bisschen hell ist. Ich weiß noch nicht, wo wir einen Deckenfluter herkriegen. Hier mache ich nochmal ganz kurz den hier ein bisschen dicht. Müsste ich hier eigentlich auch machen. Sieht dann mal wieder doof aus. Na super. Okay, da oben, da oben, da oben. Und dann da oben, da... Scheiße. Da oben, da oben. So, die sammle ich wieder ein. Ich bräuchte noch Zaun. Zaun haben wir ja. Das haben wir ja von unten gekauft für die Unterwassersektion. Lass mich lügen. Wo war er denn hier in unseren wohlsortierten Kisten? Wow. Es ist so toll. Und eigentlich möchte ich dann hier auch nochmal... So, das sieht dann noch ein bisschen besser aus. Das sieht dann aus wie gewollt. Und hier könnte man theoretisch... Ach, da oben geht's ja nicht. Da müsste ich dann hier... Alter, die Grillen sind echt super. Ich freue mich immer wieder über die Grillen. Hier hätte ich gerne Glowstones zum Beispiel, wobei die hätte ich dann lieber nach oben hin ausgerichtet. Nicht hängend, sondern stehend sozusagen. Dass man hier eine Fackel macht, da oben Glowstone drauf. Den wir uns ja jetzt noch nicht holen können. Es sei denn natürlich, wir würden jetzt einfach so in den Nether gehen, aber dann nehmen wir den Spaß vorweg. Alter, diese Grillen. Boah. So. Hier fehlt ja eindeutig noch... Diese Grillen, ey, diese Grillen, ich bring sie um. Ich weiß nicht genau, wie ich hier eine Fackel anbringen soll. Ich würde auch gerne hier noch einen Glowstone anbringen oder sowas. Vielleicht mache ich ja gar kein Doppelbett. Es muss ja nicht immer ein Doppelbett sein. Vielleicht mache ich einfach so ein... Ja, ein Nachttisch wird hier nicht hinhauen. Vielleicht mache ich da einfach mal ganz kurz. Warte. So, ja, wir machen jetzt ein bisschen Innendekor, ne? Nicht wundern. So, die Zivi-Geschichte war nicht besonders beeindruckend, weiß ich selber. Ich habe nur versucht, irgendeine zu rekapitulieren, war aber nicht richtig in der Thematik drin. So, da hätten wir jetzt noch ein Kistchen. Wobei ich davon jetzt auch noch nicht sonderlich überzeugt bin. Da können wir nichts mehr, da könnten wir aber nichts mehr drauf machen gerade, ne? So, da möchte ich das Bett eigentlich fast schon hier hin machen. Mit der Kiste dahinter, da kann man natürlich zwei Kisten machen. Andererseits könnte man da auch irgendwas anderes hinstellen, was irgendwie gut aussieht. Ein Foto von dir. Oder man packt einfach die Fackel da unten hin und dann kann man hier noch ein Bild hinhängen oder sonst irgendwas. Allerdings bin ich da jetzt auch nicht so begeistert von. Boah, die Grillen gehen mir voll auf den Sack. Och, Alter, ey, leckt mich am Arsch. Ich gehe schlafen, dann sind sie am nächsten Morgen wenigstens weg.
Gronkh wurde von Zombie-Pigmen erschlagen. Leck mich doch! So, dann machst du hier einfach so ein kleines Räumchen draus, wo man mal kurz reingucken kann halt. So, und hier geht über das Räumchen dann quasi die Treppe nach oben. Das geht doch eigentlich. So, und hier könnte man theoretisch ein paar bequeme Sitzmöbel hinmachen. Ist natürlich nur die Frage, woraus bestehen diese Sitzmöbel und wie sehen die letzten Endes aus? Das weiß ich selber noch nicht. Man macht ja diese Sitze immer gern automatisch aus Bänken. Irgendwie hatte ich das Gefühl, hier ist noch ein Fehler. Ich weiß aber nicht. Aber Bänke... Ich hätte gern so aus Wolle hätte ich gern die Möbels. Und da müssen wir vor allen Dingen gucken, wann da oben der Raum ist. Da müssen wir vor allen Dingen gucken, wie das dann letzten Endes aussehen wird. Wenn wir da Bänke draufstellen, ob die überhaupt gehen oder ob das Slabs sind und wir dann nur halbe Blöcke haben oder sowas. Hellgraue Wolle wäre zum Beispiel nicht schlecht zum Sitzen oder als Sofa. Theoretisch könnte man auch rote Wolle dafür nehmen. Braune Wolle sieht bei Holz mal so ein bisschen aus, das ist mal so Standard. Ich guck mal ganz, was passiert, wenn ich da jetzt einen Block hellgraue Wolle hinsetze. Ich nehme aber vorsichtshalber vielleicht noch mal ein paar Stufen mit. Da müssen wir nicht 10-mal laufen. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich hier Stufen irgendwo vorrätig habe. Da habe ich welche aus Eichenholz und Fichtenholz. Aber beide möchte ich nicht verwenden, weil die einfach zu gleich aussehen. Habe ich denn noch Steinstufen? Hätte ich auch noch. Die könnte ich mitnehmen. Feder, was ist das denn hier? Ach, habe ich eh gleich wieder in der Tasche den Scheiß. So, normalen Stein müsste ich aber auch noch haben, oder? Haben wir nicht welchen im Übermaß gebraut hier? Oh, Gold. Oh, Silber. Gold und Silber lieb ich sehr, kann's auch gut gebrauchen. Kennt ihr mal das Lied? So, die Dinger haben wir. Diese Wolle schmeißen. Mal guck mal, hier ist was zum Spielen. Guck mal. Kannst du auseinanderfetzen, hm? Entschuldigung, ich hab's nicht so gemeint. Kommt da immer mit dem drohenden Geräusch. So, Sand als Sitzgelegenheit ist doof. Steinziegelstufe sieht ein bisschen hart aus. Da ist Wolle schon geiler. Aber hab ich denn nicht normalen... Ach so, der sieht hier so aus. Okay, wusste ich nicht. So, ging das eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, den gibt's immer noch nicht. Scheiße, ich habe gerade gehofft, aber den gibt's immer noch nicht. Ich habe gerade gehofft, ich weiß das wieder nicht. Kobbel kann ich auf jeden Fall nicht nehmen. Ich muss das mit Baumwolle probieren. Kobbel wäre ein bisschen doof und irgendwie rote Steinziegel wäre auch nicht so geil. So, wie ist das, wenn ich jetzt da einfach mal so ein Ding draufsetze? Siehst du, das schwebt. Das meinte ich. Das ist ein bisschen doof. Aber kann trotzdem gut sein. So, dann kannst du nämlich hier zum Beispiel wupp, wupp und dann kann man sich da hinsetzen. Verstehst du? Dann hast du da so ein Halbsitzding, das keine Treppe ist unbedingt. Wie sonst immer. So, allerdings hat man das jetzt nur auf der einen Seite. Dann müsste man das hier auch noch haben. Kriegen wir das hin? Ja, super. Zack, zack. Und dann kann man hier nämlich ein Tischlein hinmachen oder was auch immer. Und dann passt das schon. Dazu haben wir, glaube ich... Aber das müsste hier und das ist nicht mehr der Fall, ne? Huch. Doch, Alter, haben wir ein Glück. Da können wir jetzt ein Zäunchen hinstellen. Und dann können wir da eine Druckplatte drauf machen, wie üblich. Wir können natürlich auch das Ding hier setzen. Sieht dann ein bisschen aus wie ein Klotz oder sowas. Aber naja, das... Da bin ich nicht unbedingt so happy mit. Ich glaube, dann nehme ich doch lieber Druckplatten. So, das mit den... Ja, das sieht natürlich nicht so geil aus, da mit dem Tischfüßen. Mach ich mal eben ein Druckplättchen. Huch! Ach, das war das Bett. Ich dachte, da war ein Schwein. Ein Druckplättchen, bitte. Ein Pfefferminzplättchen. Huch! So, Druckplatte, 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 Druckplatte. Haben wir einfach mal 4 Stück gemacht. Und die Dinger packen wir wieder zurück. Und dann ballern wir da einfach mal ein bisschen Blumen und sowas. Wäre auch schön, ne? Wenn es ja mal ein bisschen frischer aussehen würde. Ich packe jetzt mal die Druckplatten drauf, aber das wird schäbig aussehen.
Ja, es sieht schäbig aus, wenn das da verbunden ist. Das ist ein bisschen ärgerlich. Muss ich zugeben. Ich wüsste auch nicht, wie ich das sonst lösen soll. Und das sieht ein bisschen weit weg aus. Man kann sie zwar hinsetzen, sieht aber ein bisschen weit weg aus. Ist nicht so mega geil irgendwie. Und hier könnte man theoretisch... Da würde ich auf jeden Fall ein Blümchen hinstellen oder irgendwie sowas. Oder theoretisch kann man da auch... Ja, ein Blumenpott ist immer schön. Ein grünes Ding, wenn man da nicht hinkriegen, ne? Nee. Ja, da muss ich einen Blumenpott draufstellen. Aber da muss ich da nicht unbedingt Holz nehmen, dann kann ich da vielleicht auch irgendwas anderes nehmen, wie zum Beispiel... Steinstufe hier. Guck mal, machen wir mal zwei Steinstufen. So, sieht da ein bisschen dunkler aus. Ein Regal macht sich da mal gut, geht bei den Dingern aber leider nicht. Und theoretisch kann man das hier erweitern. Wenn ich da noch einen hinmache, dann geht der Tisch darüber. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich weiß was. Pass auf. Ich probiere gerade mal was. Pass auf, dazu brauche ich Stufen. Das will ich gerade mal probieren. Ich weiß nicht genau, wie es aussieht. Ich habe das noch nicht so auf diese Art und Weise gemacht. Wir haben Eichenholzbretter. So, vier müssten reichen. Und die Eichenholzbretter packen wir uns mal da unten hin. Jetzt bin ich mal, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktionieren wird. So, und dann kann ich das wegnehmen. Bei dem hier bin ich mir nicht sicher, müsste aber auch gehen. So. Toll. Hat ja super geklappt. So, das müsste ja eigentlich gehen, ne? Und jetzt müsste ich hier theoretisch... Oh. Hä? Ach, scheiß Druckplatte. Hab ich gar nicht gesehen. So, dann hat man hier so ein Tischelein. Das geht natürlich auch. Haben wir ein bisschen getrickst, aber egal. So funktioniert es auch. Mit den Treppen einfach ringsrum. Und dann auf den Tisch packen wir keine Fackel. Generell hätte ich ja immer gerne Glowstones, aber... Wir können ja nicht wählerisch sein. Einfach hier oben so ein Glowstone rein wäre schon super. Das ist, sieht scheiße aus. Nein, dahin. Und dann auch dahin. So, dann haben wir da ein Tischchen, haben wir hier gemütliches, ne, kann man da so schön sitzen. Und hier kann man dann vielleicht noch ein bisschen Ronz hinstellen oder sonst irgendwas. Theoretisch kann man auch natürlich, wie ich es immer so gerne mache, das müsste, ich weiß gar nicht, wo hier oben ist und wo nicht. Ich mache mal ganz kurz eine Treppe dahin. Ich mache offenbar keine Treppe dahin. So, okay. Theoretisch könnte man dann hier... ein Regal machen. Das sieht nicht immer geil aus. Mit Büchern drauf oder sonst irgendwas. Aber das sieht hier zum Beispiel ein bisschen fehl am Platze aus. Es sei denn... Ich könnte natürlich sagen, ich mache das... Ich beende das hier. Treppe? Nee, keine Treppe. Sondern einfach... normalen Holzklotz. Was natürlich hier nicht geht. Scheiße. Also, normale Eichenholzstufe... So, hat man da unten dann irgendwie, da sieht es aber nach schäbig dunkel aus. Könnte man hier trotzdem was Schönes draufstellen. Ist ja auch niedlich. Und dann hast du da trotzdem einen Tisch. Begeistert bin ich jetzt nicht. Es reißt mich nicht sonderlich vom Hocker. So, und hier haben wir das Problem. Zack. Bei Stufe denke ich mal an so eine Treppe gleich. Aber theoretisch kann man da hinten was in die Ecke stellen und dann machen wir einfach da so ein... Ach, das geht ja hier nicht. Ah.
Mist. Theoretisch könnte man da jetzt ein Blümchen in die Ecke stellen, aber ganz ehrlich, wer will das denn jetzt noch? So, dann könnte ich hier natürlich wieder so ein Dingens drauf machen. Ach, hellgraue Wolle geht natürlich auch. So, dann sieht das da ein bisschen dunkler aus. Hätte man da auch da machen können, aber egal. Nimm. Und da könnte man dann theoretisch wieder was draufstellen oder sonst irgendwas. Dann haben wir da einfach eine Sitznische. Eine Sitznische. Ich will einfach nur hier sitzen. So, um jetzt irgendwie Blumenpötte zu machen, müssten wir Lehm sammeln, pipapo, wir müssten eigentlich Papier sammeln für Regale und so weiter und so fort. Vielleicht sollten wir das auch mal tun. Wir haben ja... Ach, wir haben ja eh die Monster ausgeschaltet. Und wir haben wieder kein Inventar frei. Mann. Ich leg mal kurz das Feuerzeug in die Kiste, damit wir später eins haben. So, wir werden auf jeden Fall... wir werden auf jeden Fall viel Papier brauchen. Boah, wie viel Krempel wir schon wieder dabei haben und überhaupt wie viel Krempel wir generell haben. Ich werde hier diesmal aber erstmal keine Felder machen. Das mache ich vielleicht unterirdisch im Haus oder so. Aber hier mache ich es erstmal nicht, dass ich da irgendwie Felder mache. Ich mache das erstmal alles ganz regulär am Wasser. Dann kann da der Bambus wachsen, wie er fröhlich ist. Ach nee, Zuckerrohr, Entschuldigung. Ich bin noch ein alter Minecraft-Hase. So. Ach so, das war's auch schon. Na gut. Ich schleuder meinen Darm auf dich. So. Und dann lassen wir den Zuckerrohr hier einfach wachsen und dann holen wir uns da später irgendwann Papier raus. Was ist das denn? Eine Kiste. Ach ja, das war ja schlau. Na, Alter, jetzt mach doch mal zu. So, dann haben wir da oben... Naja, sieht schon leicht anders aus. Ich könnte jetzt theoretisch, damit es hier nicht so dunkel ist, mache ich da erstmal Fackeln drüber, symbolisch. Wobei, nee, brauche ich ja gar nicht. Die kann ich ja jetzt eigentlich... Plups. So, das geht eigentlich. Das sieht auch ganz gut aus. Kann man also ruhig so machen. So. Hier hat man ein Schlafkämmerlein. Boah, diese Grillen, die sind zum Glück nicht nervig. Ja, genau wie euch meine ich, Jungs. Vielen Dank fürs Aufhören. So, hier ist noch nicht sonderlich schön. Da fehlt es eigentlich noch ein bisschen an der Begrünung. Und weißt du was, ich mach das da weg und mach stattdessen da noch eine hin. Das sieht einfach schöner aus. Dann haben wir da so ein kleines Zimmerchen. Hier könnte man, oder hier sollte man sogar auch noch irgendwas drin machen. Vielleicht könnte man idealerweise hier sogar Regale hinmachen. Muss mal ganz kurz gucken. Jawohl, da. Das heißt, dass das Regal auf dieser Höhe stattfinden muss. So oder lieber Zaun lassen? Ich glaube lieber Zaun lassen, ne? Auch wenn das nicht so exakt aussieht dann. Ich glaube, das mit dem Zaun ist besser. Und dann hast du da einfach so ein Regal und dann... Ach, hier kann ich ja schon wieder keine... Ich fall immer wieder drauf rein. Aha. Ich habe vergessen, dass ich die Regale jetzt ja immer anders mache. Jetzt hätte ich nicht alles wegreißen müssen, aber zumindest ein bisschen was. Aber hier, ich habe das Gefühl, dass das Regal einfach auch zu weit raussticht. Scheiße, und ich habe jetzt keine Treppe mehr. Ich habe die jetzt immer mit diesen Dingern als Halterung. Vielleicht mache ich die Treppe aber einfach hier hin, dann hängt die Halterung nicht so direkt da drin. Weißt du, dann sieht es wenigstens so aus, als würde das Regal von irgendwas gehalten. Wobei ich mit dem Regal da auch nicht unbedingt zwingend glücklich bin. Das sieht jetzt nicht so mega aus, aber naja, egal. Nee, sieht schäbig aus.
So, was wir da noch brauchen, ist einfach eine Treppe. Es sieht aber zumindest schon mal wohnlicher aus als vorher. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Dann brauchen wir noch Treppchen. Eichenholzbretter 10. Ja, reicht ja für eine Menge. So. 20 werden reichen.